Bruno Labbadia letztens gesagt, am Arsch geleckt. Ist einfach so. Wer das Video übrigens nicht gesehen hat, guckt euch das mal an. Der hat das so super mal zusammengefasst, wie es in der Bundesliga gerade abläuft. Um das zu erklären, es ging darum, Bruno Labbadia, Trainer der Schwaben, also der Stuttgarter. Es ging einfach darum, dass nach der Auswechslung von Holzhauser, das ist ein Spieler aus der eigenen Jugend, soweit ich weiß, es ging darum, dass er Holzhauser, Patrick, ach, wie heißt der denn mit Vornamen? Ich habe ja ein schwaches Namensgedächtnis, aber Fußballer geht eigentlich. Weiß ja auch nicht warum. Naja, jedenfalls, guck mal da, Lehm. Naja, egal. Jedenfalls war es so gewesen. Ach, guck mal, da die Schneeregion. Schön. Ach, wir könnten ein bisschen rumlaufen, oder? Wir haben ja jetzt die Monster ausgeschaltet. Können wir doch machen. Ja, jedenfalls war es so gewesen. Unsere Schaufel ist kaputt. Muss man ganz einfach sagen, dass Jogi Löw bei weitem nicht mehr den guten Job macht. Oder vielleicht noch nie gemacht hat, man weiß es nicht. Der ihm immer nachgesagt wird. Und das finde ich halt mehr als schade, weil wir hätten Europameister sein können. Ja, wir hätten Weltmeister sein können. Aber, naja, vielleicht kommt der DFB um Niersbach jetzt irgendwann mal auf die Idee. Ach, ich weiß wieso. Das ist blöd. Und er schaffelt auch wieder nicht. Komm, dann müssen wir epische Musik anmachen. Am besten. Die gehen auch nicht, ne? Nee, verdammt. Ich habe nämlich den Speicherort geändert. Das mag der gar nicht. Wenn man ihm einfach mal den Speicherort ändert. Naja, gucken müssen wir das jetzt hier anhören. Ich hoffe, dass der DFB einfach mal jetzt in nächster Zeit mal auf die Idee kommt zu sagen, so Herr Löw, ist gut, was sie gemacht haben, aber es war nicht gut genug. Punkt. Ist einfach, tut mir echt leid, aber ich muss wirklich sagen, oder genauso die Tatsache, dass, das kotzt mich generell an in der Bundesliga, dass, ich muss mich jetzt hier mal ein bisschen auslassen. Macht ja sonst keiner. Es kotzt mich schon ein bisschen an, dass zum Beispiel Manuel Neuer oder so immer nachgesagt wird, dass er der beste Keeper der Welt ist. Weiß ich nicht. Also wage ich doch mal zu bezweifeln. Ja, wage ich doch mal stark zu bezweifeln. In meinen Augen ist es deutlich schwieriger. Oh, guck mal, da schön. Den Job zu erledigen, den René Adler im Moment erledigt, hinter Bruma, hinter Mossien, hinter Westermann oder wie sie alle heißen, ist es viel, viel schwieriger, die Kiste sauber zu halten, wie hinter einem Bartstuber, Boateng, Dante, Gustavo oder 40 Millionen Mann Javier Martinez. In meinen Augen zumindest. Also korrigiert mich da, aber ich finde, hinter Nationalspielern ist es deutlich einfacher, das Tor sauber zu halten, wie hinter jungen Spielern, die gerade mal aus der Jugend von Chelsea kommen. Ich meine, klar, da muss man auch schon was drauf haben, dass man da hinkommt, aber trotzdem. Ja, es ist doch. Ach komm, wir können mal gucken. Vielleicht haben wir das Glück und finden ein Hexenhäuslein. Das wäre ja mal ganz schnaftig. Ich muss gleich niesen. Verdammt, und ich kann das Mikrofon nicht ausschalten. Naja, vielleicht kann ich es ja unterdrücken. Und deshalb würde ich mal sagen, dass man einfach mal eine neue Austausch und mal René Adler reinbringt. Und dann, wenn es ein Freundschaftsspiel ist oder wenn es ein Spiel, keine Ahnung, gegen Timbuktu ist von mir aus. Ja, kann man doch mal einfach mal einen René Adler reinhauen ins Tor. Was soll's, ja. Für Zieler und für Ter Stegen ist es in meinen Augen noch ein bisschen zu früh, genauso wie für Ben Leno. Es ist auch ein bisschen früh, vielleicht diese Bürde Nationalmannschaft ihn dann noch auftragen zu wollen. Man hat es bei, oh Gott, ich verwechsel da Zieler und Ter Stegen immer. Das Spiel gegen die Schweiz, wo wir 4-0, wo wir 4 Tore kassiert haben. Da sieht man halt schon, dass die Spieler noch nicht so reif oder noch nicht reif genug sind, um vielleicht mit letzter Konsequenz
gegen den Ball zu gehen. Ich meine, es gibt so Spieler, die können das schon. Und ich meine, in der Bundesliga absolut top, auf jeden Fall. Was ist das da oben? Ja, sag ich mal gar nichts zu, ne? In der Bundesliga wirklich absolute Top-Leute. Da kann man gar nichts gegen sagen. Aber ich sag mal, wir haben viele gute Torhüter, ja. Und ich bin der Meinung, dass es auch ein, ja, Fanbrille, ein Tobias Sippel verdient hätte. Weil schlechter wie, also wenn ich das jetzt sage, da werde ich von allen gesteinigt und werde für dumpfer gehalten. Aber ich sag mal so, schlechter als Neuer in manchen Situationen ist Sippel auch nicht. Nee, ich meine, es stimmt, natürlich kann man das jetzt so nicht sagen. Ich meine, Sippel spielt gegen einen, ich sag mal, gegen den Spielmann. Gegen einen Benny, ach nee, Benny Laut spielt man doch Benny Laut zum Beispiel, genau. Spielt gegen einen Benny Laut, ich wollte Auer eigentlich anbringen hier jetzt, aber der ist ja dritte Liga, sorry. Sorry, Pro. Schön mit dir. Ja, zum Beispiel, ja, wir spielen halt gegen deutlich schwächere Gegner als zum Beispiel jetzt die Bayern. Ich meine, wenn da mal Ibrahimovic kommt oder ein Messi oder wen haben wir da noch? Oder ein Drogba, wenn man die Champions League-Finale nimmt. Dann ist es doch was anderes, wie man dann gegen einen Zweitligastürmer verteidigt. Das ist ganz klar. Aber Sippel hat da schon gute Paraden gezeigt. Zum Beispiel vor 2 Jahren beim 5-0 gegen Schalke 04. Das nehme ich gerne als Referenz. Da hat er gegen Raul und gegen Hüntelaar 2 unwahrscheinlich sensationelle Paraden gezeigt. Oder war, nee, es war nicht Hüntelaar, es war Edu, oder? War das Edu? Ich weiß nicht, ob es Hüntelaar oder Edu war. Hüntelaar. Jan-Klaas Hüntelaar oder Klaas Jan, da ist man sich auch nie so sicher. Es wird dunkel, meine Freunde. Da habe ich ein Problem. Soll ich mir ein Bettchen cheaten? Ist auch schön, wenn man da nicht mehr auf der Karte drauf ist. Nur, es ist immer ganz wunderherrlich. Und vor lauter Labern weiß ich natürlich nicht, wo wir herkamen. Wir können auch die ganze Nacht mal durchlaufen. Da wird zwar ein bisschen dunkel, aber ich habe übrigens keine so Probleme wie Gronkh mit dem. Guck mal, ein braunes Schaf. Ein Kackschaf. Ich habe übrigens keine Probleme wie Gronkh jetzt hier mit dem Map Generator. Der kommt bei mir sehr gut hinterher. Gut, ich habe auch, ehrlich gesagt, habe ich auch weniger Mods drin. Jetzt als Gronkh oder generell eben. Ja, obwohl, da hinten hängt es ein bisschen. Und meine Karte ist ja auch aktueller. Meine Karte ist ja von der Verkaufsversion und nicht mehr irgendwie von Alpha oder Beta. Und von daher. Schön ist das. Ja, ne, aber das so zum Thema Löw und Nationalmannschaft. Ich muss da wirklich sagen, ist schwierig, ne, ist schwierig. Also, ist ein wirklich heikles Thema auch, muss man sagen, weil wenn man da eine Meinung vertritt oder eine falsche Meinung, guck mal da, Sam. Weil wir nicht wissen, wer die dahin verteilt hat. Werden auch nicht besser, ne? Je später es wird, desto schlechter werden die Witze. Ach, was könnten wir noch? Altes Stars. Ja, könnten wir machen, ne? Wo wir gerade beim Fußball schon sind. Ich habe vorhin. bin ich auf Adriano. Aufmerksam gemacht worden. Also weiß nicht, wie viele unter euch den kennen. Adriano, der hat mal bei Inter Mailand gespielt. Unter anderem mal bei Inter Mailand gespielt. Ihm wurde nachgesagt, dass er ein Riesentalent ist. Ist er auch, bestimmt. Ist jetzt aber halt mittlerweile 30. Und naja, ich habe jetzt auch nicht die Modelmaße, ne? Guter Unterschied, ich bin kein Profifußballer. Aber Adriano, der toppt doch echt alles. Also, Adriano, der hat doch schon mehr als 1 Kilo zu viel. Ich meine, Ailton, ja? Ailton spielt jetzt bei Bingen. Das heißt, weit ab von Profifußball. Aber Adriano spielt ja immer noch in seiner Heimat. In Brasilien spielt er ja immer noch Profimannschaft. Also Profimannschaft. Er spielt Profimannschaft, ja. Heute bin ich eine Profimannschaft. er spielt. Oder hier, wie Kajajana. Schkaufedika. Nee, ihr wisst, was ich meine.
spielt immer noch bei einer Profimannschaft und da sollte man noch nicht so aussehen. Aber er macht eh seine Karriere. Seine Karriere war von Anfang an wirklich... Ich meine, er hat ja... Komm, da können wir das nicht dumm labern. Drehen wir mal teilschlau und nehmen uns da mal transfermarkt.de zur Hilfe. Die Seite, wo ihr alles findet, rund ums Thema Fußball. So. Auch wieder 5. Oh nein, da kommt natürlich nichts für. Mache ich auch gerne. Also er spielt im Moment bei Flamengo Rio de Janeiro, bei dem Verein übrigens auch mal Ronaldinho gespielt hat vor kurzem. Und wenn man sich mal so seine Stationen anguckt, also er hat bei Flamengo Rio de Janeiro seine Karriere gestartet. Ist dann nach Mailand gewechselt für 7 Millionen. Dann ausgeliehen nach Florenz. Dann nach Parma gewechselt für 12,8 Millionen. Dann wieder zurückgewechselt nach Inter Mailand für 15 Millionen. Oh, Lava, da gehen wir mal rein. Da gehen wir mal hin. Das gucken wir uns mal an. Lava, ne? Ihr wisst ja, ich bin da sowieso. Lava wirkt auf mich sehr anziehend. So, geh weg, du böse Lava. Ist dann für 15 Millionen, wie gesagt, wieder zurück nach Inter Mailand. Und dann ging es halt. Dann ging es halt ab. Dann ist er nach Sao Paulo gewechselt. Da hat er noch einen Marktwert laut Transfermarkt.de von 22,5 Millionen Euro gehabt. Und das ist doch schon einiges. Na, scheiße, ich habe keine Fackeln. Aber sieht geil aus hier. Ich muss da mal ein bisschen hin. Ach, schön. Ich würde ja gerne eine Höhlentour machen, aber ich will jetzt nicht wieder verrecken. Verdammt, verdammt. Geh aus. Wie brennt denn da bitte was? Ach, hier so eine... So eine Dings da. Naja, komm. Sollen wir uns langsam wieder auf den Weg zurück machen? Ich weiß, wir sind jetzt nur hin und her gelaufen. Aber ich wollte mal ein bisschen erkunden. Das haben wir so wenig gemacht bisher. Wir haben bisher wirklich nur auf unserem kleinen Gebiet da gehockt. Und ich bräuchte Papier. Ich habe Papier. Aber ich habe kein Holz. Naja, wir sind im Urwald. Da dürfte Holz bekommen nicht so schwierig sein, ne? Wir nehmen uns mal nicht den größten und den dicksten. That's what she said. Sondern wir nehmen uns mal da so einen kleinen Stummel. Da sage ich nichts drauf. Nee. Ist mir zu blöd. Ja, war 22,5 Millionen wert. Dann 18 Millionen, 15 Millionen, 6 Millionen, 2,5, 1,5, 0,8 und mittlerweile 7. 7. Immer wieder. Und jetzt 57.000. 57, ja. 750.000. Euro wert. Und das ist halt nicht so viel, ne? Und das ist schade. Vor allem, er ist halt, wie gesagt, erst 30, ja? Und ich verstehe das nicht, wie man dann sein Leben, also seine Karriere so wegwerfen kann. Verdammt. Ich hab kein Papier mehr. Wie es jetzt Adriano getan hat, beziehungsweise wie es Adriano ja tut. Es ist wirklich hart. Das ist auch schade zu sehen, weil Adriano war immer ein Spieler, ja, wo man sagen musste, Respekt. Ich meine, ja, der hat ja auch, lass uns mal nicht lügen, hat ja auch immerhin 51, ich meine, wenn man sich die Bilanz anguckt, die ist wirklich klasse. Die Nationalmannschaftsbilanz, 51 Spiele für die brasilianische Nationalmannschaft, 29 Tore, das ist eine super Bilanz, also es ist eine Bilanz, die bekommt nicht jeder hin in der heutigen Zeit. Früher war das einfacher, aber heutzutage ist das verdammt schwer, so eine Statistik hinzubekommen, so eine Bilanz halt hinzubekommen. Und wenn dann so einer wirklich das Leben einfach wegwirft oder seine Karriere einfach wegwirft, der kann Glück haben. Also ich meine, man muss ja eins dazu sagen. Es kann natürlich immer sein, da hat wieder jemand seine Samen verstreut. Nein! Nein! Och Mann, da habe ich auch Performance-Einbrüche wie sonst was. Naja, egal. Und es rauscht vor allem wie derbe. Es ist jedenfalls... Komm, ich penne jetzt einfach. Nein, ich habe keinen Tomini-Items mehr. Fällt mir da gerade ein. Scheren habe ich natürlich auch keine mehr, aber ist das nicht. So. Dann, meine lieben Schafe, müsst ihr mal herhalten. Da war doch noch eins da vorne, jawohl. Ich werde die Musik ein bisschen lauter machen jetzt.
vielleicht zu laut. So, eine Crafting-Box haben wir ja noch, ein Crafting-Table. Wie war das jetzt denn gleich? So, dann so, so, so. Und so, so, und so. Wunderübsch und gute Nacht. Mr. Schaf, passen Sie ob. Genau, kommen Sie aber nicht zu nah. So schön. Nein, falsches Klein gemacht. So, und das wieder hoch. Sehr schön. Und es regnet immer noch nichts. Immer noch, es hört doch jetzt auf zu regnen, ne? Ja. Sehr schön. Jedenfalls muss ich sagen, dass es einfach, dass ich es nicht verstehen kann. Obwohl, auf der einen Seite, naja, obwohl, eigentlich schon doch. Ich meine, vielleicht würde es einem selbst ja nicht anders gehen, wenn man so erfolgreich wäre. Und wenn man so viel Ruhm hätte und überall bekannt wäre, wie es halt Adriano ist. Warum ist es eigentlich nicht eingezeichnet? Ich meine, es wird mir nichts helfen, aber na, egal. Mein Adriano ist ja verdammt bekannt, hat ja mehrere Millionen, vielleicht jetzt nicht mehr auf dem Konto, man weiß es ja nicht, aber mehrere Millionen eingenommen und ich glaube schon, dass man dann abhebt. Also ich bin ja jetzt nicht einer, der jetzt mit dem Geld um sich werfen würde, aber ich bin mir sicher, dass jeder von uns seinen Lebensstil ändern würde und da weiß ich nicht, also selbst die, die dann sagen, nein, ich würde mich nie verändern, also ich habe mich nicht verändert. Zum Beispiel die, die im Lotto gewonnen haben, ja, die dann sagen, ich habe mich nicht verändert. Nein, glaube ich nicht. Es geht, glaube ich, ups, das geht, glaube ich, gar nicht. Alleine schon, weil man sich... Ich meine, klar, gibt es da so Mutter-Theresa-Nachmacher, die dann meinen, ja, sie haben jetzt im Lotto gewonnen, sie müssen jetzt helfen und so. Ist ja wirklich alles super. Oder wenn einer wie... Wenn sich Leute wie Warren Buffett und Bill Gates zusammentun und ihr halbes Vermögen, was ja mehrere Milliarden sind, mehrere... 100 Milliarden ist übertrieben, aber da kommen ja, was kommt da zusammen? Obwohl, da könnten schon, nee, nicht ganz, vielleicht so 40, 50 Milliarden Euro könnten da ja schon zusammenkommen oder kommen ja da schon zusammen, wenn die Hälfte ihres Vermögens nur abgeben, beides zusammen. Und da verändert man sich schon, also vor allem, weil man sich ja dann Sachen leisten kann, die man sich vorher nie leisten konnte. Sei es neues Auto, sei es neue Klamotten oder sonst was. Das muss ja nicht jetzt Hunderttausende von Euro kosten, sondern selbst wenn man sich vorher nichts leisten konnte und sich jetzt einfach mal ein T-Shirt für 50 Euro kauft. Ja, so ein Ed Hardy gibt's auch nicht mehr, oder? Gibt's Ed Hardy eigentlich noch? Weiß ich gar nicht. Glaub nicht. Also ich sehe jedenfalls kaum mehr einen. Früher, alle mussten mit Ed Hardy rumlaufen. Oh, ich hab Ed Hardy, ich hab Ed Hardy. Ich hab da einen schwulen Löwen vorne drauf mit bunten Verzierungen. Echt Leute, die, ohne Quatsch, ja, wenn ich das ganz kurz mal einwerfen darf, Ed Hardy, ja. Ich weiß nicht, was Leute an Ed Hardy gefunden haben. Ich weiß es nicht. Das sah doch so schwul aus, also mal sorry. Ja, wenn dann irgendwie, ich meine, es gab ja auch mit Pailletten bestückte Dinger da für Männer, also, nee, danke. Ich laufe übrigens nicht dahin, wo ich herkomme, sonst würde sich die Welt da nicht aufbauen. Na, verdammt, ich laufe trotzdem mal dahinter. Wir finden auf jeden Fall wieder zurück. Und wenn ich das offline irgendwie mache. Ah Mann, ich kann jetzt nicht mal meinen Kompass cheaten. Au. Ja, aber so ist das halt. Man verändert sich mit dem Geld. Da bin ich mir sicher. Da bin ich hundertprozentig sicher, dass man sich verändert mit dem Geld. Auch schön. Man kann da noch so sehr sagen, nee, macht man nicht. Aber das schafft man einfach nicht. Das geht nicht. Ey, komm, wenn... Alter, was ist denn das hier? Aber wenn jetzt die Kohle mal so anlacht, dann nehmen wir sie natürlich mit. Ja. Und da gibt's auch jetzt den Fall in Serenko. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Jedenfalls... Oh mein Gott, jetzt muss ich überlegen, weil ich kann mir jetzt nicht alles hier aufmachen. Serenko, der hat angefangen bei 1860. Ja, eine Jugendabteilung von 1860 München, meine ich mal, angefangen hat er. Grammatik gelernt bei Yoda, du hast. Nee, ich meine, das war so. Und wurde jetzt in Thailand festgenommen. Weil er irgendwie in Thailand Fußball spielt und der Junge ist... Wie alt ist er? 23, 24? Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber so irgendwas in dem Dreh ist er. Und
Ich verstehe das einfach nicht. Ja, wenn man doch schon in der Jugendabteilung von einem Zweitligaverein ist, dann hat man es doch schon irgendwo doch schon drauf. Ja, und ich meine, 68 hat ein Internat, also er war auf dem Internat dort. Und dann hat man es doch sicherlich mehr drauf als andere. Und dann muss man es doch schaffen. Da, also ich meine, na klar, es ist einfacher gesagt als getan. Es gibt auch so Leute,